So, die ersten Menschen kommen jetzt hier auch schon. Dann würde ich sagen, gehen wir auch gleich mal auf Läden- und Servicegebäude. Ja gut, okay, eine Doppeltoilette müsste es jetzt nicht unbedingt sein. Na, na, na! Pirat, Pirat, Pirat. Piraten-Burgerladen. Gut, ob das ein Burgerladen bleibt, müssen wir gucken. Ja, der passt da leider nicht hin. Haben wir noch was? Piratenmäßiges Imbissbude. Ach, das ist das Ding, was wir vorne auch schon mal gesetzt hatten. Ist da hinten noch eins? Nee. Kann man doch gut anpassen mit dem anderen Gebäude hier. Monsieur Fritas! Achso, da muss ich erstmal ganz kurz raustappen und gucken. In meinen Übersichten, was ich denn benötige oder was ich noch nicht so oft habe. So, da haben wir es. Monsieur Fritas, können wir direkt so lassen. Haben wir nämlich dann Dreier. So. Monsieur Fritas passt. Was zu trinken? Läden im Piratendesign, das sind so mehrere, ne? Finde ich ein bisschen groß. Dann hier Cosmic Cow. Da muss ich gucken, ob ich das so lasse. Cosmic Cow Milkshakes. Nee. Wird Pipshot Smoothie. Das wird Pipshot Smoothie. Gebäude bearbeiten. Nee, das war Quark. Ich hätte gerne den Verkaufsladen. Boah, ernsthaft? Holzwand nicht. Ich möchte nicht die Laternenkette. Okay, dann müssen wir die mal ganz kurz woanders ersetzen. Dann Pipshot Smoothie, hatte ich gesagt, ne? Dieser Laden. Pipshot. Pipshot. So, das wieder oben drauf. Dann gucken wir mal ganz kurz nach Schildern. Alles. Smooth. Hübschschott. Können wir das eigentlich hier oben drauf setzen? Guck mal einer an. Das geht sogar. Schön oben aufs Fass doch. Da würde mir das aber sogar noch besser gefallen. Shot. Naja, ist eher was zum Hinstellen. Pipshot. So, Gebäude, da gibt es nämlich auch Smoothie. Und zwar Markisen schon mal. Pipshot Smoothie, sehr schön. Mal gucken, dass das hier auch gerade ist wieder. Ja, kann man so machen. Und ist das ein bisschen kleiner? Okay, es wird immer nur größer. Was ist das? Also das würde hier tatsächlich funktionieren. Schon so halbwegs. Ein Stückchen nach unten hätte ich es gerne noch. So. Pipshot. Gut. Dann haben wir das. Achso, ja, fertig übrigens. Dann haben wir das. Können wir erstmal wieder weitermachen.
Ein Toilettchen hätte ich gern auch. Aber wirklich nur ein einfaches und nicht hier so ein Riesenteil. Weil es so ein doppeltes, ne? Naja, das will ich nicht. Piratentoilette. Das sind auch zwei. Gut, müssen wir das kurz anpassen dann. So, kurz bearbeiten bitte. Das kommt weg, das kommt weg. Das bitte kopieren und dort einfügen. So, ganz kurz. So. Dann haben wir dann nur noch ein Klo drin. Und das ist genau das, was ich gerne hätte. Wunderbar. Toilettenblock. $1. $1 nehme ich für ein Klo. Echt? Wow. Das finde ich heftig. Aber okay. So, Pirat. Boah, die Ladezeiten sind aber auch unfassbar lange jetzt. Angeschossener Pirat. Zur Deckung schießender Pirat. So, dann stehen noch zwei Leute oben drauf. Wie gesagt, das ist jetzt hier nur noch reine Deko. Das explodiert, glaube ich, das Fass, ne? Na gut, dann haben wir da noch ein paar Effekte oben drauf. So, Hotdog hat immer noch keinen Verkäufer. Personal. Kann man sowieso mal kurz durchgehen. So, jetzt mal alles wieder schließen hier drüben. Die sind alle auf 3. Ja, meinetwegen. Die sind alle auf 4. Nö, sind sie nicht. Jetzt sind alle auf 4. Der Verkäufer, ja stimmt, die sind neu. Da müssen wir drauf achten. Die können wir noch nicht ausbilden. Ach ja, Personalgebäude. Sollten wir hier hinten auch unbedingt mal wieder eins bauen. So, das passt. Okay, ja, Personalgebäude setzen wir hier definitiv auch noch eins hin. Vielleicht hier unter die Achterbahn. Personalverwaltung. Hier, kleines Kackding. Können wir eigentlich auch mal hier drüben hinsetzen. Na. So, Personalgebäude nur noch kurz aufrüsten. Dass da auf 5 Leute reinpassen. Zack. Schön. Einige Läden sind sehr überlaufen. Ja. 15 Stück, ich weiß. Ich weiß, das ist mein altbekanntes Problem, was ich leider nicht mehr lösen kann. Weil ich da zu einfach jetzt, ja, zu lange das versäumt habe, da was hinzustellen. Beziehungsweise mich um die Gäste zu kümmern. Ich weiß nicht, ob man das nachträglich noch alles so gut hinbekommt. Achso, jetzt hier übrigens nachts. Zeige ich euch mal ganz kurz noch den angestrahlten Baum. Hier. Sieht ganz cool aus, ne? So ein bisschen scary hier der Baum. Aber man kann schon echt viel machen mit diesen ganzen Effekten. Und mit diesen Auslösern. Also das ist schon cool. Zum Beispiel könnte man hier das auch beleuchten mit so einem Spotlight. Oder hier das Hotel von hinten beispielsweise könnte man auch beleuchten. Spezialeffekt. Jetzt muss ich ehrlich gesagt lügen, wo ich das gefunden hatte. Bei diverse, glaube ich, ne? Nee. Naja, irgendwo waren diese Teile. Ihr könnt das jetzt hier einfach mal kopieren. Und beispielsweise mal hier von hinten das Hotel beleuchten.
Ja. Also, alles möglich. Oder hier, wie gesagt, hier irgendwelche Fahrgeschäfte. Das hier könnte man zum Beispiel auch beleuchten. Hier so in die Ecke mal rein. Oder hier diese kaputte Scheune. Wobei die sowieso gerade schon beleuchtet wird. Aber damit kann man echt viele coole Sachen eigentlich noch machen. Also das gefällt mir. Ja, das Objekt könnten wir anstrahlen lassen. Dafür ist es halt auch mal ganz cool, dass man das nachts aktiviert. Oder dass man die Uhrzeit quasi so ein bisschen ändert. Auf eben nachts. Man kann hier, glaube ich, auch noch die Winkel und so weiter ändern. So, jetzt hier zum Beispiel vorher, nachher. Ja, erkennt man schon mal einen Unterschied. Oh, Schan. Ein Dieb wurde geschnappt. Schön. Haben wir eigentlich die Herausforderung mal geschafft? Jawohl, eine Achterbahn. Check. 400 ausgeglichener Park. Check. Damit sind wir bei knappen 55.000. 360 Power 3. Technisches Problem. Ja gut, ich habe die immer noch nicht umbenannt. Fällt mir auch gerade auf. Was mir übrigens aufgefallen ist, oder was ich gesehen habe, man kann sogar zu den einzelnen Fahrgeschäften so eine Schilder bauen. Wir machen jetzt mal 360 Grad. Gucken, ob das jetzt so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. 360 Power. Zack, Fahrgeschäftsschild. Wenn es immer lädt. So. Muss noch das Schild laden. Da ist es. 360 Power. Jetzt weiß ich nicht, wo 360 Power ist. Da ist 360 Power. So. Dann hat man jetzt hier die Möglichkeit, weiß ich nicht, mit dem Schild oder so weiter zu arbeiten. Wenn es denn mal lädt, da ist es. So, hier 360 Power. Beispielsweise könnte man das jetzt hier mal hinsetzen. Dann noch kleines Stückchen nach oben. Dann hätte man hier so ein kleines Schild. 360 Power. Ja, und dann gleich das Objekt dahinter. Beziehungsweise das Fahrgeschäft. Und so gibt es tatsächlich für jedes Fahrgeschäft auch so ein Schild. Also hier zum Beispiel auch, heißt das Armbrust? Gears of 4 heißt es. Dann geben wir mal hier Gears ein. Okay, zu Gears of 4 gibt es hier nichts. Gucken, ob es hier was gibt. Zu Gears auch nicht. Okay, zu dem gibt es beispielsweise mal nichts. Was haben wir hier? Tri-Storm. Wir gucken mal so ein bisschen durch. Mal gucken, ob wir die Sachen finden. Try. Okay, dann gehen wir mal Storm ein. Okay, dazu gibt es nichts. Also, okay, es gibt nicht zu allen was, aber zu einigen Fahrgeschäften findet man was. So, was haben wir hier? Den Looper. Dazu haben wir hier nichts. Bei Gebäude auch nichts. Okay. Naja, also wie gesagt, zu manchen gibt es was. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich die finde. Also hier, klar, gibt es Wandschilder. Ach, guck mal, hier Fahrgeschäftsschilder. Sogar tatsächlich unterteilt. Hammerswing. Genie. The Forge. Das weiß ich sogar aus dem Kopf, wo es steht. Da hinten. There's the Forge. Und da könnte man jetzt beispielsweise auch mal so ein Schildchen basteln.
Dazu hätte ich gerne einen Eisenträger. So, wir setzen erstmal die rohen Sachen hin. Und ich hätte, wie gesagt, gerne einen Eisenträger. Kann auch sein, dass das unter Gebäude ist. Ich glaube, das würde sogar funktionieren. So, wir setzen den mal hier hin. Dann das Schild vorne dran gebastelt. Zack. Forge. Die Schmiede. Mit Eisenträger hinten dran. Wunderbar. Dann könnte man noch einen zweiten Eisenträger so quer quasi bauen. Ja, okay. Wir bräuchten halt schon einen, der steht. Dann daran gebastelt. Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen kompliziert. Boah, da muss man jetzt aber ganz genau zielen. Aber wir haben ja die wunderbare Funktion, Sachen drehen zu können. So, ich glaube, das ist sogar fast perfekt schon. Ja, der ist tatsächlich absolut perfekt. So, dann knallen wir da den Forge dran. So, dann haben wir hier so ein wunderbares Schild. So, noch ein bisschen verschieben. So, wunderbar. The Forge. Ja, dahinter müsste tatsächlich hier so ein Brennofen eigentlich. Oder irgendwas anderes aus Eisen. Um das Ganze nochmal zu unterstützen. Oder halt wirklich so ein Brennofen, ne? So eine Schmiede, meine ich. Aber ich glaube, das gibt es nicht als fertiges Szenario. Sehr schön. Ja, so kann man halt auch nochmal ein bisschen was Neues machen. Jetzt haben wir hier noch Kickflip. Weiß ich auch, wo es steht. Das müsste der Kickflip sein, ne? Genau. So, Kickflip. Gott, bis die Sachen jetzt geladen werden. Ja. Hab ich was im Kopf? Oh, ich müsste nur wissen, wo diese blöden Säulen sind. Hier wahrscheinlich, ne? Ja, ist eine Holzsäule. Farbe stimmt allerdings schon. Die Holzbalken. Komm, wir nehmen die Holzsäule, ist egal. So, Kickflip. It's a gotta be a friend. It's a gotta be a friend. So. Oh, die kahle Ecke da auch ausgefüllt. So, Kickflip, wunderbar. Ach ja. Das geht doch gut voran hier in unserem kleinen Winter, Wunder, Wunderland, Wunderland. So, neue Attraktion. Na, immer her damit. Der Skywatcher. Und der Helionring. So, haben wir noch mehr? Tatsächlich immer noch eins. Skywatcher und Helionring.
Die setzen wir auf jeden Fall hier hinten hin. Regen. Hier setzen wir die beide hin. Fahrgeschäfte. Das ist der Helionring. Oh, der ist sogar relativ klein. So. Damit wir noch mal ein paar mehr Leute hier anlocken. Ja, keine Ahnung. Kann sogar sein, dass das schon ausreicht. So. Activate. $8? $8. Wie vorhergesagt. Ja, Fahrgeschäft hier Bewertung oder Warteschlangenbewertung von 2. Ist mir aber erstmal egal. Ich will erstmal nur die Geschäfte bauen. 3,87. Ja, ist okay. Und der Skywatcher. Das ist der Screaminator. Da. Also Aussichtsturm quasi. Auf gut Deutsch. Können wir den hier noch reinsetzen? Ja, können wir. So, Eingang bitte dort. Ausgang bitte dort. So, sehr schön. Eröffnen. $5? Auch $8. Okay. Das sieht aber cool aus. Also cool designt auf jeden Fall. So. Dann hier noch das Normale von der Welt. Wobei wir das wahrscheinlich sogar auf 150 machen müssen. Weil die Wege einfach sehr lang sind. Voll. So, sehr schön. Dann haben wir diese beiden Geschäfte auch gesetzt. Attraktivität 4,40. Oha. Das ist sogar relativ viel für ein Fahrgeschäft. Also für so ein... Naja, für so ein Aussichtsding. Ah, guck mal. Wir können neue Bänke setzen. Schön. Ja, da geht's nicht mehr, alles klar. Gut, haben wir jetzt hier die... Oh, 5%. So ein Mülleimer bringt tatsächlich auch was. Schön. Da. Personal. Kurz nochmal hier erhöhen. So, die sind alle auf 4. Die müssen aber eigentlich alle auf 5, oder? Sind nicht alle auf 5 irgendwann gebracht? Nee, hatte ich nicht. Ich habe die Verkäufer noch nicht auf 5 gesetzt. Ja, das müssen wir eigentlich mal machen. Alle auf 5 hoch. Alter, das wird schweineteuer, aber wir müssen es tatsächlich machen. Oh, ja, das mache ich dann mal wahrscheinlich in der Pause. Herausforderung verfügbar. Oh, hier. Schaut auf, war zack. Erstelle ein Feuerwerk-Display. Kommt gleich weg. Feuerwerk-Display. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Ja, hier müssen wir halt noch ein bisschen für mehr Attraktivität und ein bisschen mehr Auswahl sorgen. Damit hier einfach mehr Leute herkommen. Ah, kurz strecken. So. Aber es hat sich, glaube ich, ganz gut verteilt jetzt im Park. Wir haben 9000 Besucher. Und ich muss ehrlich gesagt zugeben, die Performance ist bei mir auf dem Rechner gerade schon... Also, es wird langsamer. Man merkt, es wird deutlich langsamer aktuell. Ich glaube, man sieht es ja auch, wenn wir diese ganzen Objekte und sowas mal laden. Wie lange das jetzt dauert. Also klar, man hat natürlich die Möglichkeit, die Besucherzahl zu begrenzen. Auf XY ist ja im... Irgendwo hier eine Option, wo man sagen kann, ich glaube hier in der Übersicht. Hier, maximale Besucheranzahl, kann man ja sagen, oder festlegen. Ja, gut, wir haben jetzt 9000. Ist vielleicht nicht ganz so clever, aber egal. So, das war schrecklich. Okay.
Dieser Park war der Wahnsinn, hat gute und schlechte Seiten, insgesamt ziemlich durchschnittlich. Das ist generell hier so die Zufriedenheit, haben wir schon lange nicht mehr geguckt. Ach du heilige Scheiße, 96%? Das ist ja Wahnsinn. So, ja gut, Hunger, Durst, darüber reden wir nicht. Toilette geht auch immer weiter bergab. Energie, ja, das stagniert so. Ja, Hunger, Durst. Fuck off. Sind denn die eigentlich die Sachen? Oha. Warteschlange. Ich bin in Erbrochenes getreten, sagen 10%. Schlitten in den Abgrund war voll. Echt, warum ist das so überlaufen gerade? Bei Looney Bloons sieht's voll aus. Warteschlange voll, Warteschlange voll. Crankstart voll. Glücklich andenken, Crankstart so teuer. Voll, Durst, Steam teuer. Okay. Das können wir schnell bearbeiten. Wenn ich weiß, wo die Kotzeflecken liegen. Schlitten in den Abgrund war voll auf die Meise. Warum ist das jetzt gerade so überlaufen? Ach, weil es Klassiker wurde. Deswegen ist das jetzt hier wieder so überlaufen. Alles klar, ich verstehe. Ja. Das läuft also. Ach ja. Bin gerade so ein bisschen am Überlegen, was ich mache. Aber egal. Das hebe ich mir jetzt für die Zwischenzeit auf. Denn ich bin ein bisschen unzufrieden. Mit allem drum und dran. Vielleicht starte ich nochmal ein neues Let's Play. Der zweite Versuch quasi. Wo wir auch mal in eine andere Region gehen. Aber wie gesagt, das überlege ich mir jetzt mal in der Ruhe. Denn jetzt habe ich ja auf jeden Fall verdammt viel erfahren oder verdammt viel gelernt in der Zwischenzeit. Und ich glaube, es würde tatsächlich sogar Sinn machen, mal einen neuen Park anzufangen und den gleich von Anfang an optimaler zu gestalten. Muss ich mal gucken. Also wie gesagt, lassen wir uns überraschen. Geht auf jeden Fall weiter mit Planet Coaster. Eventuell halt in einem neuen Park. Weil hier sind wir... Naja gut, wir haben noch ein bisschen Platz. Ich glaube hier hinten... Ja, also ein kleines bisschen Platz haben wir noch. Ich sag mal so, 2/3 des Parks haben wir jetzt schon tatsächlich gefüllt. Wobei, ich sag mal, hier ist noch relativ kahl, aber hier die Ecke. Also die Hälfte des Parks ist auf jeden Fall schon voll mit irgendwelchen Sachen. Und da müssen wir mal gucken. So, gut. Erstmal Feierabend für heute. Übermorgen geht's weiter. Jetzt sind noch alle 2 Tage. Spot ist frei geworden und ja, ich komme nicht mehr so ganz hinterher mit 6 gleichzeitig laufenden Let's Plays, auch wenn ja 4 ja davon immer nur alle 2 Tage kommen. Aber jeden Tag 3 bzw. 4 Folgen. Ja, das schaffe ich zeitlich einfach nicht mehr. Deswegen Planet Coaster auch alle 2 Tage. Und dafür ist gerade Dawn of Man, glaube ich, fast täglich kommt. Naja, also wie gesagt, immer so durchschnittlich 4, 5 Let's Plays, die ihr zu sehen bekommt. Und eins davon ist eben Planet Coaster. So, jetzt Feierabend. Wie gesagt, übermorgen geht's weiter. Bis dahin. Herzlichen Dank, haut rein, auf Wiedersehen und tschüss.